Ja, der 7.14er läuft wieder. Sofort Kreiselheuer angehängt und nach dem Mittagessen, jetzt bereits 12 Uhr, sofort Kreiseln. Der Koststreifen muss stehen bleiben. Ja, und jetzt läuft er wieder unter 7.14. Der Schalter ist repariert. Ja, das ist halt auch schon ein alter Traktor. Und da geht mal was halt kaputt. Das kann man nicht ändern. Sonst musst du einen nigelnagelneuen neuen kaufen. Ja, liebe YouTube-Freunde, seht ihr das? Ein Platten am Kreiselheuer. Habe mit einem Platten fertig gekreiselt, einfach hydraulisch das Teil ein bisschen entlastet. Und jetzt fahre ich gerade runter in die LMG Grasswil und lasse das, einen neuen Schlauch reinbauen. Okay, ja, es geht in der letzten Zeit nicht mehr ohne Pannen, merke ich. Jetzt ist wenigstens alles das Gemähte einmal gekreiselt. Und die Sonne scheint, das kommt gut. Gerade ist das Teil ohne Luft. Der fährt wieder alleine. Ja, ich pitze meine Sackkartoffeln jetzt noch heute, Dienstagabend. Es ist halb 10, windstill, mit Paraffinöl gegen Blattläuse. Die Blattläuse lieben das nicht, das Paraffinöl. Die stechen nicht in die Pflanzen rein und übertragen so keine Viruskrankheiten. So läuft's. Ja, zuerst waren wir noch in der Hundeschule in Bettenkinden. Zwischen 8 und 9 und jetzt spritze ich da 1,5 Hektar Saatkartoffeln und dann ist auch Feierabend. Jawohl. Macht immer Freude, bei 0 Wind zu spritzen. Optimal jetzt. Ich habe das gut getroffen. Und geplant ist dann auch, die Zwiebeln müssen nochmal gegen Unkraut gespritzt werden. Und wir möchten den Zwiebeln auch noch etwas Silizium und Lichumus spritzen zum Wurzelwachstum fördern. Vielleicht auch morgen Abend. Und hier habe ich die Spritze zu spät angelassen. Seht ihr, was da kommt? Was für ein Unkrautteppich. Ganz verrückt. Ja, und das war's vom Dienstag, 6. Juni. Danke fürs Zuschauen. Also, liebe YouTube-Freunde, ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao, ciao.